habe ich sogar Klamotten freigeschaltet. Ach, das darf ich jetzt nehmen, ja. Du kannst dir auch goldene Schuhe hier oben am Kleiderschrank anziehen. Okay, ich muss erstmal wieder üben, wie ging das nochmal? Ach, und du bist ein Chamäleon, ist ja geil. Ich hab's gerade erst gesehen. Hier, also. Und wie, ja, aber die da, die sind da, sind Tücher drüber. Ach so, kann da auch nichts machen. Ach so, bei euch sind noch Tücher drüber, okay. Ja. Dann ist das nicht für die Community freigeschaltet, das ist auch interessant. Okay. So. Naja, rennen wir halt nackig rum. Auch gut. Wir können Regeln festlegen. Oh. Okay. Was für Regeln? Ab wann wir gewinnen, ob wir nach Runden gewinnen oder nach Zeit gewinnen oder gar keins von beiden. Wir können die Punkte für einen Gewinn festlegen und den Timer. Maximale Rundenzahl. Okay. Also mir ist wurscht. Ich gewinne so oder so. Sechs Punkte für eine Runde. Und den Timer setze ich mal höher. Bis auch ausbaden müsst. Krass, wie viel? Wasserfall, Windmühle, Pyramide, Metallfabrik, geil. Es ist teilweise sau schwer. Na super. Habe ich eine Chance. Hier wird es viel einfacher. Und übrigens da, immer da, wo ein Fragezeichen angezeigt ist, es gibt wieder was zum Freischalten. Ah, bei der alten Villa, also bei mir. So. Müssen wir nicht zwangsweise draufgehen, wir haben ja genug fürs Let's Play zum Zeigen, also von daher. Na klar. Gut. Ich denke mal, dass das sich bei mir auch bloß so auswirkt, dass ich denn die Sachen, die du mir schon freigeschalten hast, freigeschalten dich. Ja, das könnte sein. Könnte aber auch sein, dass das hier alles weiterhin auf meinem Account läuft, also dass er weiterhin freischaltet. Aha. Wer weiß das schon. So, wollen wir? Wollen wir. Ja. Fangen wir an mit Wasserfall? Ich stehe hier gerade. Fände ich gut. Toll. So. Muss ja wieder Finger sortieren. Was macht der denn da? Der hüpft Seil mit seinem Schwanz. Seil springt mit meinem Schwanz. Geil. Okay, Tonne. So. Wir fangen mal leicht an. Oh, weia, wo sind wir denn hier? Zu dem Baum hoch. Da oben ist das Ziel, ja. Ach du meine Güte. Das kann ja schon mal ja nicht funktionieren. Hey, bitte einfach für den Start. Bitte leicht. Wie war das? Zu leicht? Ja, da fehlt leider was, um hochzukommen. Ja, ein bisschen. Scheiße. Gut. Ich hab nicht mal die Hürde. Aufnahme gedrückt, ja. Ja, ich auch. Sehr gut. Ja, wieder ohne Begrüßung. Wie ja, immer. Klar. Immer. Sehr langweilig. Toll. Warum hab ich sowas Fieses genommen? Wie blöd. Glaubt tatsächlich. Ich hab auch ein bisschen mit den Fallen herum experimentiert. Ja, toll. Super. Gute Voraussetzung hier. Wie springt man nochmal weit? Was muss ich nochmal für eine Taste drücken? Shift. Und dann gleich rennen. Okay. Warte mal. Boah, hier schaffe ich einen einfachen Sprung. So, Shift, Rennen und Springen. Das ist cool, wenn das Kamel tanzt. Muss ich echt zugeben. Ja, ne? Was. Nee, so nicht. Hä? Also, du hast die Richtung. Aschner, hast du jetzt das Pad angeschlossen? Nee. Ja. Leider nicht. Also, du drückst Shift, dann die Richtungstaste, in die du gehen möchtest, und dann einfach. Springen. Leertaste. Nur lass einfach Shift gedrückt dabei. Mhm. Ich brauche eine Hilfe hier. Oh ja, sehr gut. Jetzt aber dann seid ihr ja gleich im Ziel. Ja. Mit dem Ding hier. Ich mach das ganz weit weg. So. Ja. Ihr seid doch gleich im Ziel. Ich bin doch nicht mal annähernd so weit. Ich hab mich scheiße positioniert. Ja. So, bitte, jetzt kannst du Eichhörnchen. Jetzt zeige ich, was ich kann. Huhuhu. Nein. Ja. Sehr gut. Jetzt müssen nur noch meine Finger klarkommen. Und springt! Super im Kreis laufen. Ah, okay, ja, schwere Hürde genommen. Mann, komm runter. Ich komme ins Ziel. Juhu! Ja, jetzt musst du nur noch raufkommen. Das habe ich schon mal geschafft. Konzentration! Ah, jawohl! Schnell! Jetzt gibt's Seilspringen. Wo ist das Ziel? Ach, Kacke! Ach gut, sehr gut. Der Underdog. Jawohl. Bin erleichtert. Was haben wir hier noch? Oh ja. Repair das Ding. Ja. Wir kleben uns mal fest. Super! Gute Idee, ne? Das Eis ist ja geil. Ja. Und, ach nee, erstmal. Sprinten!
Gott, aufs Eis gelandet? Ah, nein! Oh, wie behindert! Läuft. Alle tot. Alle tot. E-O-H-T. So, nochmal. Achso, ja, hier. Oh, geil. Ja. Stachelball. Oh, was ist das denn? Also wirklich. Oh. Toll, entweder werde ich aufgespießt von dieser komischen Kugel. Ja? Oder von dem Sägeblatt. Ich bin heute echt noch nicht wach. Ich auch nicht, ich kann nicht springen. Ich brauche das Pad. Verdammt, jetzt höre ich wieder rum, weil ich das Pad brauche. Das letzte Bier ist aber eindeutig schlecht. Sehr gut. Ja. Ich hatte auch zwei tolle Nächte hinter mir, was das betrifft. Richtig aus. Naja. Also, was stört mich hier am meisten? Warte mal, dieses Ding dreht sich. Naja, das dreht sich ja hier. Falls es einer es hier schafft. So. Ich will auch mal fies sein. Was? Wann sind wir mal fies? Vor allen Dingen mal, ist gut. Ich bin sonst nie fies. So. Oh, die Lügennase stößt mir gegen das Mikro, ey. Ja, voilà. Oh, so. Deswegen kann sie auch auf einmal springen, weil die Taste, weil die Nase die Taste drückt. Ja. So, und wer hat jetzt den Käse da gemacht? Die Nase. Das geht okay. Ja gar nicht klar. Das weiß ich gar nicht. Das ist ja alles scheiße. Oh, okay. Hört sie den Schwanz ein. Ach nein! Achso. Oh, verdammt. Ich dachte, das fährt noch höher. Nein, tu es nicht. Ah, weiter. Ich springe zu schwer. Es kann sich noch um Stunden handeln, Leute. Oh. Willkommen zur Folge 100. Ah, nein, wie doof. Ich hätte es fast geschafft. Kacke. Aber auch nur fast. Na komm, spätestens an der letzten Hürde wäre ich gestorben. Gar kein Buch, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also. Ja, toll. So, okay, mal das Ganze mal ganz. Nein, das mache ich nicht. Warum? Warum machst du es unten drunter? Weil es sich dreht. So. Ah ja, stimmt. Das, das macht es tatsächlich noch ein bisschen interessanter. Ich guck mal zu. Ah, so ist gut, so ist gut. Genau, wieder. Und geht Stacheldraht. Oh, dann, ja. Oh nein, Volltreffer. Genau den Pfeil getroffen. Schön. Ey, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Der macht das super mit Walljump. Da versuche ich auch echt die ganze Zeit schon, aber krass. Er hat das ja auch heimlich geübt. Mein Skill, der eh kaum da ist, ist mit der Müdigkeit komplett verloren. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe schon, ihr habt euch super vorbereitet. Wir sind total fit, ich ausgeschlafen. Ich habe das, seitdem wir zusammen aufgenommen sind, gar nicht mehr gespielt. Kaum gesoffen die Nächte davor. Schön. Was, kaum gesoffen? Ja. Ich meinte gerade beste Voraussetzung, meinte der Nagelfer. Da meinte ich so, ja. Kaum geschlafen, kaum gesoffen die Nächte davor, passt. Da. Okay, was soll der Quatsch da? Das verstehe ich nicht so ganz. Toll. Ich habe eine Errungenschaft gekriegt für den Stacheldraht. Ah! Jetzt liege ich auf dem Fass. Alles schön. Nein! Ätzend. Ey, das und ist da so oben. Geil. Die Levels sind so einfach strukturiert und trotzdem super schwer. Und, oh ja. Hammer. Haben wir jetzt bei Sieg gewonnen? Also. Ja, warum habe ich das denn jetzt genommen? Gar nicht. Das macht ja so gar keinen Sinn. Nee. Egal. Was bombt er denn jetzt wieder weg? Oder beklebt? Ja, super. Bleibt man denn unten dran kleben, wenn man da drauf steht und fährt eine Runde? Nein! Oh, Glück gehabt! Jo, so lange bis du runterfällst. Voll. Nein, nein! Na, lauf. Stück für Stück für Stück. Für Stück.
Ich hab's auch tatsächlich noch nicht einmal ins Ziel geschafft. Aber wie geht's? Zweite Dreh, die das war doof, wa? Sich jetzt erst. Ich würde dir empfehlen, dass du unten lang gehst. Ich will, ich komm nicht vorwärts. No sense. Ich mach den Moonwalk. Kacke, ich komm nicht vorwärts. Jetzt, super. Gute Idee. Der Schreiber passt so schön wie meine. Scheiße, ey. Hab ich mich schon einen abgekrepelt. Oh, Kacke. Oh ja, komm, ich bombard weg hier. Warum liegt da Stroh rum? So, was bomb weg. Hast du wieder deine Maske auf, oder was? Weg damit. Zack. Bumm. Nein, ich hab einen Strohball genommen. Jetzt schneller sein und... Jawohl. Übrigens, der Hund das war super. Klebt auch Sachen fest. Ich seh's gerade. Es ist sehr gut, wenn man das mit diesen Rolldingern da oben verbindet, mit diesen Rollkästen. Nur so als kleiner Tipp für die zukünftigen Fallen, die euch erwarten werden. Oh, guck mal, was sie hier... Oh, jetzt wieder für Gehbehinderte. Das war ich nicht, ich hab weggebombt. Oh, jetzt musst du ins Ziel kommen. Ja. Nicht da noch! Oh, nein! Ich glaub, das Ziel, aber du hast trotzdem... Hast du? Nee, nein, doch. Doch, ja, doch. Oh, tot in die Falle gehüpft. Ins Ziel fällst. Geil. Und Comeback. Jawohl. Das ultimative Chamäleon. Aber wir Punkte bekommen. Super. Alter, Walter, was sind das für Levels, ey? Weiter so. So, Moment. Ich stückel aber meine Folgen wieder, ne? Ich mache hier mal einen Cut. Teil aus dem Kontext gerissen. Das war alles ganz anders. So, da sind wir wieder. Also mir ist es wurscht. Ich stelle mich jetzt einfach bloß hier irgendwo hin. Wenn ihr was anderes machen wollt, dann mache ich damit. Lüge mich! Ja, viel Spaß mit der Windmühle. Am besten erkläre ich euch die am Anfang. Okay. Das macht mir Hoffnung. Oh. Da oben das ist bloß, es ist tödlich da oben. Das Ziel dreht sich. Nein, nein, das da oben ist nicht tödlich, aber es gibt keinen Weg nach oben. Hier, das Ziel dreht sich auch noch. Das ist nicht so schlimm. Wenn du oben einmal draufstehst, ist es okay. Du kannst. Und der Silo, da kann man draufspringen? Du kannst links an das blaue ranspringen, kommst du allerdings nicht von deinem Startpunkt. Und rechts in den Schornstein, in den Löchern, da solltest du nicht drin landen. Da fällst du nämlich runter. Okay. Und ansonsten hast du auch unten unter der Plattform nichts. Du hast nur diese kleinen drei Blöcke da unten. Ah. Super. Läuft. Scheiße. Okay. Ja. Achso, wir sollen jetzt selber aussuchen? Ja. Okay. Ich hab gar Gegenstand. Ich möchte euch ein bisschen mit Fallen bespicken, weißt du? Ich geht nicht. Ich kann nicht. Mit Taste R. R? Ja, gut. Ich kann gar nichts aussuchen. Ich bin noch drin im Lager. Ich konnte nicht ins Lager gehen. Scheiße, ich bin im Silo. Okay, oh, das ist aber kein Level für mich hier. Noch nicht, aber es wird besser. Echt nicht hier kommt gar nichts rausgeschossen. Buggy! Ich häng fest! Kann nicht mal mehr springen, jetzt geht's. Na geil. Geile Scheiße. Yippie! Ab in die dunkle Höhle! Seid ihr da auch drin? Toll. Ich will auch noch besuchen hier. Der Schrei halt noch so schön nah. Probieren wir es mal nochmal mit dem Platzieren. Okay, R muss man schnell drücken. Kann gar nichts machen. Ah, jetzt halt. Ja. Ich brauche hier ein paar Hilfen. Aber irgendwie ist trotzdem, weil der Wasserstrahl nicht funktioniert. Was willst du denn mit dem Eis? Weiß ich nicht. Weil ich das gut gesetzt habe. Na doch, du kannst nichts an das Blaue ran. Da kommt doch auch an die Wand, dass das Ding runtergeht. Da kann ich es nicht hinsetzen. Doch, du musst es drehen. Drehen? Drehen, ja. Drehen. Wie ging drehen? Mit E. Mit E und... Beide. Aber das macht doch keinen Sinn. Kannst man da nicht... Senkrecht. Du kannst es auch senkrecht drehen. Okay, jetzt ist es weg. Schön, das war gut. Vorteile. Oh, jetzt spritzt das. Oh, toll. Ja, sehr gut. Ich wollte mich nicht nass machen, mein schönes Fell. Und so. Scheiße, es ist etwas zu... Ich. Wieder raus? Geil. Waschen wir erstmal den Arsch? Nein. Geil. Warte, ich hab's einen Tuck zu hoch angesetzt. Ich kann nicht mehr. Schön. Läuft. Nicht wahr? Das Chamäleon, geil. Leute, ich brauch Hilfe hier. Ich brauch nützliche Gegenstände. Aber wir wollen's ja nicht zu leicht machen. So, dann fallen wir da nicht mehr rein. Das ist super. Gute Idee, ne? Nein. Das war gut. Doppelmord. Sollte man auch bei manchen Sprüngen einfach nicht die Renntaste benutzen? Nein.
Fällst nicht mehr rein? Okay. Aber ich springe noch. Ich sehe nichts, aber ich springe noch. Nein, okay. Obwohl doch nicht mehr. Ja, passt. Ich habe mich nicht mehr schreien. Also ich habe mich nicht schreien hören. Okay, aber das hilft schon mal. So. Ich habe doch gar nichts gedrückt. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das warst du nicht, ne? Protestiere. Das war ich. Verdammt, hört auf mich abzulenken. Mit euren sinnlosen Gesprächen. Und du? Ja, und du? Jetzt stehe ich hier. Nach links. Nach links auf die... Aber ich glaube, du kommst nicht auf die Mitte hoch. Das war ein einsamer Tod. Gut. Geil. Läuft. Ich stell grad fest, der Sadismus-Modus ist wesentlich früher als beim letzten Mal. Der stellt es immer... Ach, meine Maus. Ich glaube, meine Maus, die spinnt schon wieder. So, jetzt ist es die Maus. Ich hätte das Pad anwählen sollen. Mach ich mal nachher nochmal. Ich mal kurz suchen. Nein! Ich muss mich erst wieder an diese glitchy Mario-Steuerung gewöhnen. Wer hat da eigentlich diese Konstellation mit Kleber oder Honig und dann noch so eine Kreissäge, die sich da um das Ding... Normalerweise hängt sie dann auch an dem Kleber dran, aber in der ersten Runde kann es mal ein bisschen buggy sein. Ach, jetzt geht's. Uiui. Genau, Stacheldraht, da auf dem einen Weg, wo du noch hochkommst. Das ist eine super Lösung. Na komm. So, jetzt ist es doch machbar. Bin dagegen. Nein. Doch. Schweinerei. Na gut. Aber jetzt dreht sich die Kreissäge mit, also... Jetzt hängt sie richtig dran. Toll. Wie in den Propeller rein. Nein! Ich mein, oh, was war das denn? Kreissäge gekillt. Komm, schwarzes Loch, tu deine Arbeit. Dem kann man auch entkommen. Alter. Jetzt haben wir schon so viele Hilfsmittel und trotzdem. Können Levels so easy und gleichzeitig so schwer sein? Ja, wenn man keinen Weg nach oben baut, ne? Ja. Dann wird das ein bisschen schwer. Der überbewertet. Achso, da drin kann ich nicht. Ach, wie doof. Ah, ich brauch was für Doofe. Achso, ein Teleporter. Verstehe. Nein, ich hab doch hier das da. Und selbst dazu bin ich zu doof. Scheiße. Das ist jetzt hat er's. Jawoll! Oh, endlich mal Punkt. Die Tabelle hat sich schon gelangweilt. Nach 10 Runden oder 15? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich muss ja hier alleine aufbauen. Oh nein, das war ich. Oh Mann. Meine scheiß Maus. Ist viel zu leicht hier. Naja. Das Knoten in der Mitte, Ding da, ist nicht mehr so einfach. Kann das mal jemand wegbomben? Was ist das denn? Ja, das war ich nicht. Okay, Moment. Ah, scheiße, ich bin nicht nach links gekommen. Aber ich habe mal so ein paar Videos von Ultimate Chicken Horse gesehen. Also es gibt schon echt sehr sadistische Menschen. Nein, oh, wie doof. Also, du hast dir noch ein bisschen was angenommen, ja. Also die bauen sogar teilweise das Ziel zu, dass da keiner mehr reinkommt. Super. Zu allen Seiten hin. Also. Ja, machst du ein paar Punkte Vorsprung und dann gehst du über Runden. Das geht schon. Ja. Toll. Ich hab Punkte gekriegt dafür, dass ich in meine eigene Falle gerauscht bin. Super. Nee, das war Aschner, die in deine Falle gerauscht ist. Wenn du selber in deine Falle läufst, kriegst du keine Punkte. Ich kann hier nichts mehr machen. Was, das ist mir alles noch viel zu relaxed. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja... Ei. Ach so, schön, perforiertes Eichhörnchen. Wann bin ich eigentlich das letzte Mal über diesen Meter hinausgekommen? Oh. Das ist ja... Das mit der Armbrust an dem Ding dran ist echt fies. Das ist arschig, nicht jetzt gerade. Auch die Kanone, die sich da hinten dreht, ist, dezent unberechenbar. Etwas. So, also, ihr seht schon, Kinder, ich habe das Kleben gelernt. Mann, ich... Der kleine Nagelfahr spielt jetzt gerne mit Kleister rum. Wenn er den nicht schnüffelt. Super. Super, super, super. Also nach dieser Runde muss ich echt mal kurz ein Päuschen machen. Brauchst du einen Schnaps, oder? Ach so, in der Mitte ist... Ach, da hat da auch noch einen Stachel... Bällchen da platziert. Aber sieht doch mal ganz gut aus, jetzt das Level. Das ist ja jetzt schon unlösbar. Hui! Hui! Kacke! Hui!
Ich bin mir gerade nicht sicher, lebt Aschner noch? Ja, ich drehe ja meine Runden auf dem Karussell. Die Tastatur ist ja schon gestorben. Ja, irgendwie, ich weiß nicht wohin. Au, ja. Auf der Armbrust. Das Ding war auch mein Problem. Lieber auf die Kugel. Auf die scheiß Kugel. Ey, Kacki. Immer auf die Armbrust, das ist hier richtig einstellig. Das Problem ist, ich kann hier nichts mehr machen, weil ich nichts auswählen kann. Oh, jetzt kann ich wieder, toll. Kann ich... Nugget, super. Wie kann ich einen Gegenstand drehen, wenn ich den aktiviert habe? Mein Spiel. Hast du eine Tastatur? Nee. Pet. Da weißt du es nicht, ne? Dann kann ich es dir gleich sagen. Warte mal. Ah, ich hab's. Ü-Hops. Mit den Schultertasten. Ja. Oh, jetzt brauch ich schon eine Zeit. Das hilft doch alles nichts. Jetzt muss ich beeilen. 2 Sekunden. Vorbei. Verkackt. Gut. Toll. Ich fahr zu langsam. Verkackt. Ja. Willkommen im House of Horror. Ah! Oh, was machst du bei mir zu Hause? Ah! Mann, ich bin... Ah! Gespickt das Chamäleon, hab ich... Ey! Ja, aber... Nein, oh Mann! Ich wollte mich gerade freuen, dass ich raufgekommen bin. Oh, schön! Aus wie bei mir zu Hause. Vor allem, wir sind ja gemeinsam vereint. Hat einer von euch das Spiel oder die Spielreihe Deception? Ich dachte, nee. Das ist schon fies. Ja. Das geht so ein bisschen Richtung Dungeon Master. Alter, hallo? Jetzt können wir uns ja gleich in den Tod stürzen. Das machst du doch schon die ganze Zeit. Aber ich hatte noch die... Also ich wollte gerade sagen, ich hatte noch die Hoffnung, dass ich irgendwas schaffe. Aschner wollte das mal vorführen. Erster Sprung. Ich bin nicht böse, aber das ist zu viel, da kommst du ja gar nicht mehr raus. Jetzt, noch 2 Runden, ey. Er spielt schon wieder über Zeit, der Bengel. Das ist überhaupt nicht wahr. Toll. Das Ding, was ich eigentlich erwischen wollte, hatte ich als einziges nicht erwischt. Super. Ey, jetzt wartet ihr wieder natürlich hier. Ich hab schon, ich kann nix. Meine Maus spinnt immer, die macht immer alleine. Weil die schon wieder Doppelklick macht. Oh. Kurz und schmerzlos. Das hatte so gar keinen Sinn. Seid ihr zu dick? Das haben wir zu... Das haben wir etwas dicht gebaut. Letzte Runde. Wie jetzt? Verstehe ich nicht. So, okay, na dann, wenn es die letzte Runde ist, kann ich hier sowieso nichts mehr reißen. Genau, erstmal Stacheldraht rausholen. Ja, weit Glück, dass man den nicht so setzen kann. Ach, stimmt. Ach, hab ich ja wieder toll mitgedacht. Muss irgendwo drauf tun. Ja, jetzt wird's sadistisch, weißt du, jetzt kommst du wieder durch. Ich hab keine Ahnung, wohin. Das geht nicht. Dann hast du es dir ja gut ausgesucht. Du kannst ja noch auf R drücken und deine Auswahl auch wieder wechseln im kreativen Modus. Ach so, egal. Toll, Pfeil abgekriegt und gleichzeitig vom Propeller erwischt. Ah! War ich sowieso nicht ins Tod? Das habe ich nicht geschnallt. Ja, das ist sowieso sowas. Das war so oft nicht, woran ich eigentlich gestorben bin. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Im späteren Levelverlauf ist das ja nicht verwunderlich. Weil wir da ja meistens so viel Scheiße hinknallen, dass überhaupt keiner mehr durchsieht, wo was passiert. So, Jungs, ich mach mal hier kurz ein Päuschen, ganz kurz.